Dragon Ball Super. Dragon Ball Super Movie 2018 Broly. Dragon Ball Super Film 2018 Broly. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Ich habe lange überlegt, was ich tue. Ich war nicht zu Hause und habe auf Twitter gesehen, dass da einiges abging und ich wusste schon, dass heute News kommen sollen zu dem ganzen Dragon Ball Film. Es werden wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr kommen, aber wir haben hier ein Poster. Wir haben ein Poster und auf diesem Poster steht Dragon Ball 2018, der Film und Broly. Ja, Broly. Broly, Leute. Ich weiß gar nicht, wie das hier kommentieren soll, okay? Also, erstmal zu dem, ich sag mal, Leak. Aktuell scheint das wirklich die Realität zu sein. Das scheint wirklich real zu sein. Es gibt aber eine kleine Möglichkeit, dass es doch nicht real ist und ein ganz, ganz großer Scherz aus Japan ist. Aber Stand jetzt scheint es real. Wenn es nicht real ist, bekommt ihr sofort die Nachricht von mir, dass es, wie gesagt, nicht real ist. Aber es scheint wirklich echt zu sein. Und man sieht auch, dass Goku und Vegeta so ein wenig Fanart-mäßig aussehen. Aber ich finde, das wirkt ein bisschen mehr so, weil die beiden das Shintani-Design sind. Denn Goku und Vegeta oder der ganze Film ist von einem neuen Charakterdesigner. Vorher war es Yamamuro, jetzt für diesen Film ist es Shintani. Das ist jemand anderes, deswegen sehen Goku und Vegeta jetzt hier anders aus. Also, Broly scheint wirklich kennen zu werden. Ich kann es gar nicht fassen, aber es ist wirklich die Wahrheit. Aber wenn das wirklich der Fall ist, wenn das hier real ist, wenn wirklich ein Film kommt, der sich um Broly dreht, dann kann man nicht sagen, dass Broly kennen wird. Jedenfalls nicht richtig. Der Film, der gehört zu der Story von Dragon Ball Super. Der wird Dragon Ball Super fortsetzen. Aber was ich jetzt glaube, ist Folgendes. Ich denke, Akira Toriyama hat sich gedacht, dass er seine eigene Version von Broly macht. Und das wird dieser Film sein. Das heißt, dieser Broly, den wir hier sehen, wird ein anderer Broly sein als den wir in den drei Filmen gesehen haben. Das wird ein Akira Toriyama Broly sein. Die Geschichte von Broly wird demnach neu gemacht. Darauf haben wir auch Hinweise. Zum Beispiel Goku und Vegeta haben zu Kale absolut gar nichts gesagt. Also gab es keine einzige Broly-Line, also würde es hier Sinn machen, Broly quasi neu zu formieren. Und das ist etwas, was Akira Toriyama nicht zum ersten Mal macht. Bardock an sich war auch nicht wirklich von Akira Toriyama. Bardock war ein Spezial für das Fernsehen und Toriyama fand Bardock so toll, dass er ihn in seinen Manga reingepackt hat, in einer kleinen Seite. Und Jahre später kam es dazu, dass Dragon Ball Minus rauskam und da hat Akira Toriyama seine Version von Bardock wiedergegeben, die ein bisschen mehr an die Superman-Story erinnert. Und das ist seither der Bardock in der Dragon Ball-Story, den wir kennen. Eine etwas andere Art von Bardock. Und dieses ganze Drumherum um diesen Film ist auch etwas, was nicht neu ist oder revolutionär ist. Denkt einfach mal an Marvel. Ich selber bin nicht der größte Marvel-Experte, aber was ich weiß, ist, dass Marvel sehr viele Helden hat und die Helden sehr oft rebootet. Und deswegen haben wir es auch hier, dass man halt auch Broly gut rebooten kann. Deswegen heißt der Film auch Dragon Ball Super Broly. Kurz und knackig, um die Story von Broly zu erzählen. Ähnlich wie zum Beispiel Spider-Man Homecoming, auch ein sehr, sehr einfacher Titel, um das Spider-Man-Universum nochmal zu rebooten mit Tom Holland, um das nochmal neu zu machen. Sowas in der Art ist hier auch der Fall für Broly in diesem Film. Wir haben das Ki gesehen und grünes Ki sprach seither immer für Broly. Und jetzt haben wir es auch hier, dass wir halt die Bestätigung haben, dass es wirklich Broly ist und deswegen passt das Ki aus dem Trailer sehr, sehr gut zu Broly. So, die Frage ist natürlich legendärer Super Saiyajin. Den wird es vermutlich nicht geben, aber Broly wird ähnlich wie Kale auf jeden Fall sehr, sehr stark sein. Kale ist auch nicht aus der Feder von Toriyama entsprungen, Caulifla schon. Dann kam es halt dazu, dass Toei Animation nochmal einen weiblichen Charakter haben wollte, der so wie Broly ist und deswegen hat Akira Toriyama Kale hinzugefügt. Aber das kann man auf jeden Fall für den Film sehr, sehr gut nutzen, dass man hier einen Broly-Charakter hat und man hat halt die Beziehung mit Kale, was auf jeden Fall hier sehr gut funktionieren würde. Ich denke, der Film wird ohne den Vater sein. Ich denke, der Vater ist nicht wirklich notwendig für diesen ganzen Film. Ich habe ja mal ein Video gemacht zu einem, was wäre, wenn Broly in der Geschichte von Dragon Ball wäre. Da habe ich auch schon mal wiedergegeben, dass ich es nicht wirklich für schlau halte, den Vater einzuwerfen, weil der Vater der Story eigentlich nur schadet. Deswegen denke ich, dass er auch hier kein Teil sein wird. Die Frage ist natürlich, er wird unmenschlich stark sein. Also Broly wird unmenschlich stark sein, muss man hier sagen. Wir sehen auch, dass er hier keine gelben Augen hat. Das heißt, dass irgendwas noch passiert mit ihm im Film und dann erst das Ganze dazu kommt. Ist auch noch ein bisschen komisch, dass wir es hier haben, dass Broly keine gelben Augen hat, weil der Saiyajin aus dem Film gelbe Augen hat. Aber das war natürlich mitten in der Transformation. Deswegen würde es auch Sinn machen, dass sich die Augen erst dann verfärben. Was ich glaube, ist, dass Toriyama auch hier ein bisschen anknüpfen wird an den zweiten Broly-Film. Also der erste, der zweite und der dritte Broly-Film, die
die werden alle nicht Teil sein von diesem Film. Die haben quasi nicht stattgefunden. Ich glaube, es wird folgendermaßen sein. Ich glaube, Toriyama wird ein kleines Konzept vom zweiten Film nehmen, und zwar, dass Broly eingefroren ist und deswegen dann erst später wieder dazukommt. Sowas in der Art kann ich mir sehr, sehr gut hier an der Stelle vorstellen. Die Sache ist die, wenn man so eine Art von Story machen würde, könnte man das auch gut kombinieren, denn wir haben Freezer, der wieder back in the game ist, und ja, wir haben gesehen, dass wir Freezer-Soldaten gesehen haben, also wahrscheinliche Freezer-Soldaten gesehen haben, und der Saiyajin aus dem Film hatte ähnliche Kleidung. Darüber hinaus hatten wir die alten Freezer-Soldaten, die hatten ebenfalls die gleiche Kleidung an wie dieser Saiyajin. Also könnte man sagen, dass Freezers Armee quasi Broly findet und ihn dann ankleidet und Freezer Broly für sich selber nutzt. Also Freezer, so ja, dieser Strippenzieher ist, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Broly einfach Freezer overpowert und er dann nichts tun kann und Broly einfach unmenschlich stark ist und man so die Story bauen könnte. Das Interessante ist hier, dass wir natürlich die Narbe haben, und die gleiche Narbe hat auch Kanba aus Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes zählt aber nicht wirklich zu Dragon Ball Super, deswegen denke ich einfach, dass es ein kleiner Zufall ist, von wegen, dass man einen Charakter designen wollte und weil es halt ein Saiyajin ist, hat man sich gesagt, okay, man macht eine coole Narbe, um das krasser zu gestalten, das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, also würde das für mich hier auf jeden Fall viel, viel mehr Sinn machen. Wir sehen auch unten im Poster eine klassische Broly-Transformation, also werden wir wahrscheinlich eine ähnliche Variante sehen von dieser Formel, die wir auch bei Kay gesehen haben, nur noch stärker oder so, weil irgendwie muss er ja gegen Goku und Vegeta ankommen können. Irgendwas muss auf jeden Fall logisch verpackt werden. Ich bin auch gespannt, wie man das Umschreiben der Legende bearbeiten wird, weil die Sache ist immer noch die, dass wir es so haben, dass wir die Legende des Super Saiyan haben, und die ist in der Serie halt eine Legende, ja, dass man halt diesen Super Saiyan Status bekommt, dass Yamoshi damals diesen Super Saiyan erreicht hat, und im Film war es damals so, dass es eine gewisse Person gab, die diesen Status erreicht hat. Jetzt mit Dragon Ball Super hat man gesagt, dass diese Form der Super Saiyan Berserker ist. Also bin ich sehr gespannt, was man tun wird, um diese ganze Legende in diesem Film zu verpacken. Da muss man sich auf jeden Fall was Neues einverlassen. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen auf meine persönliche Meinung eingehen. Finde ich es gut, ob Broly zurückkommt, ja oder nein? Auch gerne eure Meinung dazu. Ich muss persönlich sagen, ich finde den Charakter Broly nicht gut. Ich war immer jemand, der gesagt hat, dass der Charakter nicht so nice ist. Aber was ich bei Broly geliebt habe, waren zwei wichtige Sachen. Das Konzept und das Design. Das Design, hands down, da müssen wir nicht drum rumreden. Broly sieht Hammer aus. Broly ist ein absolut nicer Charakter. So, zum Thema Konzept. Ich finde es wirklich passend, gerade bei einer Rasse wie Saiyajins, dass es halt einen so einen ultimativen Kämpfer gibt und dass dieser ultimative Kämpfer diesen Hass hat, sage ich mal. Auch wenn der ja mit dem ganzen Kakarot nicht so gut eingefangen worden ist, finde ich das Konzept sehr gut, und deswegen bin ich gespannt. Ich denke, Akira Toriyama kann es selber sehr gut schaffen, dieses ganze Konzept aufzufassen und neu zu interpretieren, beziehungsweise besser zu interpretieren. Wir haben auch Toyotaro, der natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen mit Toriyama geredet hat, deswegen kann man hier auf jeden Fall auch sagen, dass er eventuell einen Einfluss haben könnte, deswegen kann ich mir auch hier sehr gut vorstellen, dass man das Ganze sehr gut hinbekommen wird, denn auch Toyotaro hat mit seinem Manga Dragon Ball Zero einen sehr, sehr guten Job gemacht, um Erade zu verpacken, deswegen kann ich mir hier sehr gut vorstellen, dass man halt mit Broly die Geschichte nochmal neu machen kann und nochmal gut machen kann. Also, es ist eine wilde Zeit. Es ist eine sehr interessante Zeit momentan, muss man sagen. Man kann nicht genau sagen, wie der Film sein wird. Wir werden ja wahrscheinlich bald einen Trailer bekommen, also einen neuen Trailer auf der Comic-Con soll der gezeigt werden. Also wenn wir bald neue Sachen bekommen, deswegen macht es auch Sinn, jetzt das Ganze zu releasen. Also ich muss wirklich sagen, viele werden wahrscheinlich denken, dass es ein Move ist, der nicht so nice ist, der nicht so schlau ist. Es gibt ja wirklich zwei Hälften bei Dragon Ball, die einen, die lieben Broly, die anderen, die hassen Broly. Aber ich muss sagen, die beiden Komponenten könnten wirklich zusammenkommen, weil die Leute, die Broly lieben, werden den neuen Broly sowieso lieben. Und die Leute, die Broly hassen, könnten sich mit dem neuen Broly anfreunden, weil wenn Akira Toriyama, wie gesagt, das richtig gut macht, wenn er das anständig hinkriegt, dann wird Broly ein sehr, sehr cooler Charakter, den man für so ein Setting echt ziemlich, ziemlich gut nutzen kann. Gerade mit Vegeta, diese ganze Stolzgeschichte gegen Broly, wenn er erfährt, dass es noch einen Saiyajin gibt, der viel, viel krasser ist als er. Solche Sachen finde ich wirklich enorm interessant, muss ich sagen. Also ist da unglaublich viel offen. Und es ist das gleiche Thema wie mit Freezer. Als Freezer damals zurückkam oder als gesagt worden ist, dass Freezer zurückkam, haben viele gesagt, dass sie skeptisch sind. Ich war auch ein wenig skeptisch, musste ich hier zugeben. Aber im Endeffekt hat Freezer Dragon Ball Super so unglaublich viel gegeben, wo man wirklich sagen muss, Hut ab, perfekt gemacht. Ich freue mich verdammt nochmal, dass Freezer wieder da ist. Das gleiche gilt auch für Z17. Das gleiche gilt dafür, dass Freezer Buu ersetzt hat, was natürlich im Endeffekt viel, viel cooler war. Allgemein Z17 ist ja so ein krasser Fan-Favorite geworden, muss man sagen, obwohl er davor
davor nicht so ein populärer Charakter war, also kein Charakter war, der wirklich groß im Bilde stand, aber genau deswegen denke ich mir, das kann unglaublich krass werden. Und gerade dieser Titel, Dragon Ball Super Broly, das ist so ein Titel, wo ich wirklich sagen muss, dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass Toriyama-Sensei einfach Broly nochmal komplett neu machen möchte. Und das ist perfekt für das ganze Thema um die Saiyajins herum, dass wir die Vergangenheit haben, die Gegenwart haben, dass wir Goku haben, Vegeta haben, Broly haben, Yamushi haben, Bardock haben. Das passt alles zusammen und das ist das Saiyajin-Volk, wie es ist. Und mit Kale hat man vielleicht so ein wenig den Anfang geschaffen für diese ganze Route. Also, wie gesagt, wenn das wirklich alles so passieren sollte, Broly an sich, den Broly, den wir kennen, wird nicht kennen werden. Der ist eine andere Version. Was ich mir hier vorstelle, ist, dass Toriyama das ganze Konzept um Broly ein bisschen neu macht, den Charakter ein wenig neu macht und dann kriegen wir eine neue Variante von Broly. Also, ein bisschen so, wie wir das auch mit Spider-Man haben. Wir hatten zum Beispiel Tobey Maguire, jetzt haben wir Tom Holland, zwei Versionen von Spider-Man. Deswegen, ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, um das so ein bisschen einen Mann zu bringen, wie man das sehen kann. Schreibt mir unbedingt eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Ich bin echt ziemlich gespannt, was die Community darüber denkt. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Für weitere News auch ein Abo auf den Kanal da lassen. Ich bin damit raus, bin sprachlos, kann immer noch nicht wirklich klar denken. Bis dahin, haut rein!